Moin und Leute von YouTube, wir machen gerade ein ganz spontanes Mega-Opening. Wir wollen unbedingt die Dranksmax kriegen, weil ich glaube, die werden diese Season immer noch relevant werden. Und wir haben nur noch 5 Minuten Zeit, dann ist sie nicht mehr in der Glücksstunde. Also wir müssen uns jetzt ultra beeilen. Wir suchen jetzt auf Krampf so schnell wie möglich 5000 Skelettdrachen aus der Glücksruhe hinzukriegen. Wir machen jetzt den Trimix, macht das zu Hause nicht nach. Wir haben aber immerhin die 100 Euro für 100 Euro Gems aufgeladen mit dem Creator Club Lobby. Das heißt, ich habe 5% gespart. Wenn ihr das auch macht, seid ihr, das ist gut. Wir öffnen jetzt ganz schnell das Ding. Ganz schnell, aber sowas von. Ganz wild jetzt hier. Oh, eine legendäre dauert zu lange. Ich will keine legendäre Platz. Ich will nur die Dragons. Hallo. Kann mich einer bitte ganz schnell einschreien im Chat, wenn es 0 Uhr ist, bitte? Ihr müsst mich alle anschreien dann, okay? Oh, man. Ich glaube, wir schaffen das. Alter, ich habe noch nie so schnell Truhen geöffnet. Das tut auch so. Wir haben die nicht bekommen gerade. Fuck. Aber ich glaube, wir haben in jeder Truhe bis gerade die bekommen vor. Wiederbekommen. Und wieder eine legendäre, oder? Ist es nicht wieder eine legendäre? Also, wir kriegen hier legendäre am laufenden Band. Das ist ja unglaublich. Habe ich gerade eine Karte übersprungen? War das gerade übelst der Bug? Ich habe doch gerade eine Karte übersprungen, oder nicht? Man hat die epischen gar nicht gesehen. Also, keine Ahnung. Also, wir machen das Game hier gerade kaputt, so schnell wie wir die Truhen öffnen. Ist auch völlig egal. Ja, macht das zu Hause nicht nach, aber macht's besser. let's go, nächste Truhe, rein da. Wie viele haben wir denn jetzt? Hat irgendjemand ein Auge darauf? Ich will es einfach schaffen, weil es wäre echt unangenehm, wenn wir es nicht schaffen, weil dann haben wir verkackt. Hat irgendjemand eine Ahnung, wie viel wir haben? Aber es ist mit Creator Code Floppy, Jungs. Es ist für einen guten Zweck, okay? Es ist für einen guten Zweck. Ich habe ausgerechnet. Ja, ich bräuchte... Hallo, nein! Wenn ich jetzt schon wieder gekauft habe, Alter, also ich habe, glaube ich, jetzt viermal für 100 Euro aufgeladen gefühlt, aus Versehen. Wir haben, ist für einen guten Zweck, ist für einen guten Zweck. Klar, ist für YouTube und Twitch und für den Content und ist ein guter Zweck, oder nicht? Also, ich sehe, dass es für einen guten Zweck ist. Junge, wir wollen die jetzt öffnen. Ach so, Karl, danke für den Raid und Host. Danke, Karl. Danke, danke, danke für den Raid. Ich hoffe, du hast einen entspannten Stream. Kuss geht raus für den Raid, Host. Vielen, vielen Dank. Wir wollen jetzt hier einfach ganz schnell durchballern. Wenn ich jetzt zu viele schon habe, ne, dann... Dann chat dann, dann seid ihr schuld. Wie viel habe ich? Okay, 4100. Ich muss noch 5 mal ziehen. Also hätten wir die Wette gewonnen gegen Wixpin, dann würde ich das jetzt mit einem Klacks öffnen. So ist es jetzt, ja. Ich meine, es ist immerhin mit Creator Code Lobby, ne? Dann lohnt es sich. Dann lohnt es sich. Da habt ihr mich überzeugt. Das war das ausschlagkräftige Argument. Ja, genau. Der Creator Code Lobby, der war das entscheidende Argument dafür. Das ist auch die perfekte YouTube-Folge für die Creator Code Werbung am Anfang der Season. Das ist, also besser könnte es gar nicht laufen. Wir öffnen so schnell die Truhen, Junge. Let's go. Hallo. Der hat zum 500. Mal jetzt die 100 Gems gekauft. Haben wir nicht schon? Haben wir die nicht jetzt schon? Nee, immer noch überhaupt gar nicht. 4-5 erst. 4-5. Hey, wenn die zeitlich abgelaufen ist, wir haben noch 2 Minuten. Oh, wir schaffen das, aber das wird so close. Nee, das wird gar nicht close. Wir schaffen das, ist ja locker easy, oder? 3 Minuten noch, aber es sind nur noch 2 Truhen. Schaffen wir doch locker, oder? Sonst müsste ich ganz laut schreien, wenn ich aufhören muss. Wenn wir jetzt richtig Pech haben, dann könnte es noch schief gehen, aber eigentlich nicht. Wie viel haben wir jetzt? Können wir da ruhig jetzt machen? Okay, jetzt fehlen uns noch 67. Kriegen wir irgendwo 67 her, ohne, Ach, Digga, scheiß drauf, Junge. Ich wollte die 10.000 Gems behalten. Ich dachte mir so, yo, unter 10.000 Gems sieht's scheiße aus, aber ach, Junge, scheiß drauf. Es ist Creator Code Lobby. Alles easy. So, wir sind jetzt wieder unter 10.000 Gems. Das heißt, ich hätte es ohne die Gems aufladen nicht geschafft. Wir mussten von den 40.000, die ich aufgeladen habe, noch 5.000 verwenden. Es war eine unglaublich teure Investition. Aber es könnte eine Investition in Zukunft sein, die sich lohnt. Und daran glaube ich. So, die werden wir jetzt auch direkt im Star-Level maxen. Ganz klar. Ach, die haben nur ein Level. Ist ja ultra weak. Dann natürlich noch die Zeppis. Damit das hier auch alles gleich schön aussieht. So, warum haben wir dieses Opening gefragt? Fragt ihr euch. Das ist eine berechtigte Frage und die Antwort darauf lautet dieses Deck hier. Ich denke, dass die Dranks in dieser Season so oder so noch sehr relevant sind. Sie machen zwar ein bisschen weniger Schaden, aber ich glaube, sie werden trotzdem noch stark sein und auf jeden Fall noch spielbar und auch gespielt werden in dieser Season. Und dieses Deck haben wir gerade entdeckt und es kam mir ultra strong vor. Wir hatten ultra geile Games damit bis jetzt. Mit Zeppis, mit den Fischer, mit der neuen Karte. Irgendwie übelst geil. Ich bin übergehypt. Das Deck macht ultra Spaß. Und wenn das jetzt auch noch ultra strong wird, also, mashallah, da gewinne ich jede Letterwette. Letterwette. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in Match Nummer 1. Wir sind auch gerade, by the way, Platz 120 oder so der Welt. Also es gibt halt ganz viele in der Top 200 gerade noch nicht, die resettet sind. Wenn wir auf Platz 1 der Welt wollen, dann müssen wir an dem guten alten Kollegen Limit hier vorbei.
Nee, doch nicht. Der war es nicht. Nee, der war es auch nicht. Dem hier vorbei, an Ryoki auf 6255. Das ist jetzt unser Ziel, Platz 1 global. Let's go. Dragons. Du bist so ein Kack. Ich war so ein Pixel, also. Also. Nicht so viel gerade BS, ja. Sollte ich mal ein bisschen CR pushen. Einfach die falschen Prioritäten an der Stelle. So, ich würde sagen, wir bringen die Golem noch hin. Das könnte jetzt Fehler sein. Könnte aber auch einfach die beste Entscheidung unseres Lebens sein, hier den Damage durchzulassen. Nightwitch, ich hoffe, der Mortar. Wenn der Mortar jetzt die Nightwitch trifft, dann bin ich sauer. Die Bats sind absolut schlecht, Bro. Die laufen einfach in Poison. Also, das war ja so lost von Gegner. Ja, wir haben wieder einen Turm. Also, gar, wir kriegen immer jedes Mal mit diesem Deck, kriegen wir jedes Mal mit einem Push den Turm vom Gegner. Also, ich habe keine Ahnung, was das hier für ein Deck ist, aber das ist wild. Also, das ist ganz wild, was hier passiert. Wir kriegen jedes Mal mit einem. Also, klar, er hat jetzt auch unseren Turm. Hätten wir. Also, ich glaube, hätten wir dann Barbaro so gespielt, hätte er meinen Turm nicht gehabt. Wir hätten trotzdem seinen Turm gehabt. Aber das ist ja wild. Also, das ist ja wild, was hier passiert mit diesem Deck. Zappies, wenn er jetzt einen Mortar spielt, haben wir Skelet Rings. Ich hab das Gefühl, das Deck ist einfach broken. Punkt. Das war es halt überhaupt gar nicht vom Gegner gerade. Er schreibt Good Game. Ja, der Dark Goblin kriegt jetzt ultra viel Value. Der Dark Goblin war sehr strong vom Gegner, weil der Dark Goblin, der verteidigt einfach alles und ja, das, der Gegner kriegt sogar, also der macht nicht mal Minus daraus quasi. Ist für den Gegner, ist der Gegner sehr solid. Wir müssen jetzt hier auch noch ein Poison draufwerfen, was nicht so geil ist. Aber der Poison war auch nicht so gut platziert und wir kriegen trotzdem Damage. Das war jetzt alles nicht so geil, was ich hier gemacht habe. Aber ich sehe mich trotzdem komplett drin in der Situation. Nee, vielleicht sehe ich mich da auch doch nicht so drin, wie ich mich gerade drin hätte sehen wollen. Der macht gerade gut Pressure. Also, Digga, kann er mal aufhören mit seinem Affengespamme hier? Das nervt langsam. Hat er einen Feuerball oder nicht? Den hätte er schon längst geworfen. Schwierig jetzt, dass er da den Dings hat. Poison. Er muss den Turm noch holen. Warte mal. Ja, also irgendwie. Ich weiß nicht. Der Typ hat übel solid gespielt, aber irgendwie. Ha, konnte er nichts machen. Der hat übel strong gespielt, aber wir haben es trotzdem gewonnen. Also, was ist das denn für ein Deck? Vor 2 Jahren. Also, mein letztes wirkliches Finish mit Golem ist Monate her, Big Spin. Das, also jetzt, letzte Season halt. Und davor Monate. Okay, ich habe ein bisschen reingeschissen gerade. Jetzt sehen wir es. Hallo, wie broken sind Zappies? Könnt ihr das noch aufhalten? Ihr Loser. Die haben ja so reingekackt. Also klar, ich habe die halt viel zu spät gespielt so. Und ich hätte es nicht erwarten müssen, dass sie es schaffen. Aber das war irgendwie erbärmlich. Seht ihr es auch so oder seht das nur ich so? Das war irgendwie erbärmlich. Wir haben, glaube ich, aber ein gutes Matchup. Ich hätte gedacht, dass die Zappies das kriegen. Okay, Zappies sind sehr strong, machen auch viel Damage am Ballon. Aber die hitten immer noch sehr langsam. Die hitten so. Ich weiß noch, als sie damals so immer in Stücken gehittet haben. Damals waren sie viel stärker. Das fehlt halt immer noch so ein bisschen, ne? Deine Ferndrang ist irgendwie ein bisschen deplatziert, muss ich sagen. Ganz, ganz komische Interaktion, die er hier macht. Ja, okay, die Skelettarmee, die ist natürlich Bombe von ihm, aber die Bats jetzt, die rasieren noch komplett durch. Was macht er jetzt gegen die Bats? Die kann er noch gar nicht verteidigen. Oh, die zu späten Pfeile. Problem ist halt, er hat halt Ultralack, dass das alles hier noch. Ja, das Mega-Minion killt jetzt halt auch Ultra. Ich glaube, wir hätten mehr Damage kriegen sollen, als wir jetzt bekommen haben. Aber es ist solid. Ich meine, wir haben fast seinen Turm down. Haben jetzt hier Zappies am Start. Ich denke, das geht klar.
Die Seppis sind auch perfekt gesplittet. Das war natürlich auch alles Absicht von mir, dass ich dich hier so. Das war natürlich alles, also das war natürlich alles. Logischerweise war das hier alles gerade. Sie planen auch, die planen vor allem. Jetzt sagen wir, bringen hier die Nightwitch. Den Golem. Dragons. Wenn er jetzt ein Mega Minion spielt, den Poison. Ja, das war klar, dass es kommt. Jetzt gleich die Zeppis an der Brücke. Ja. Was macht der Kollege jetzt? Was macht der Kollege jetzt? Wie holt er meinen Turm? Alter, die Ballonbombe war nicht dran. Als ob man mit Zeppis das Flawless verteidigen kann. Der kriegt doch niemals meinen Turm. Hallo, Bruder, hallo. Boah, also das Deck ist ein bisschen stark, habe ich das Gefühl. Also, ich will jetzt nicht callen, so, aber das könnte eins der stärksten Golem-Decks sein, die es jemals gab. Also, das ist gerade ein bisschen komisch, wie einfach wir die Games gewinnen. Und das sind keine schlechten Spiele. Sagt, also, ich bin mir noch nicht sicher, diese Karte, wo der Baby-Deck drin ist und der große Spell, das sind noch zwei Karten. Da kann sich noch einiges ändern. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie das am besten ist jetzt halt in der neuen Meta. Doppel-Dragon ist grundsätzlich halt sehr geil. Ja, bin ich mir halt aber mal sicher. Ich weiß auch noch nicht, wie strong die Zeppis mit Golem sind. Es kann auch sein, dass man das hier mit einer anderen Karte statt den Zeppis spielt. Aber die Zeppis und... Also beide Karten kommen mir sehr, sehr stark vor. Wir sind gerade Platz... Ja, natürlich 69 global. Ich würde sagen... Wir gehen in ein weiteres Match. Auslosung, ja, Auslosung, gucke ich mal eben rauf. The David hat geschrieben, ja, hab Interesse, perfekt, damit bist du der Gewinner von allen. Jetzt hier. Oh, wir spielen gleich wieder gegen das gleiche Deck, Lul. Und dann. Digga, was ist denn jetzt hier mit der Auslosung? Ah, da ist es. Okay, warte, ich muss mich kurz konzentrieren, ich guck gleich nach. Was ist das jetzt hier? Eismagier, Ritter, Musketier? Was ist das für ein Deck? Ist das ein random Deck? Oder ist es dieses absolut komische Grave Attack? Ja, wollte gerade sagen, das ist doch dieses komische Grave Attack. Ah, der hat Barbaren, warum spiele ich denn das denn so? Ach so, los von mir. Ja, die Barbaren sind so widerlich. Aber zusammen mit dem Poison sollte das halt alles down gehen. Und dann könnte er sogar noch ein Problem kriegen. Er muss selber ein Poison spielen. Das tut ihm ganz doll weh. Weil diese Nightwish so unglaublich viel Damage machen. Plus diesen Fischer gleich, der einfach auch nicht vom Lock getriggert wird. Oh, das ist viel Damage gewesen. Sehr, sehr schöner Start. So, dann verlosen wir einmal für alle Subs. Und dann gleich halt noch einmal für alle. Und da gewinnt der Budüberhang. Budüberhang. Oder Budu... Also Budu-Überhang, also das. Die Leute auf Twitch sind immer, haben sehr kreative Namen. Du darfst einmal reinschauen, ob du Interesse hast. Das war jetzt nicht so der geilste Baby-Ding, muss ich tatsächlich zugeben. Sagen wir, spielen das Ganze defensiv und bringen jetzt hier einen Poison rauf. Plus ein Barbel und gehen hier kein weiteres Risiko ein. Sein Poison war auch überhaupt nicht gut. Bringen wir noch einen Fischer an die Brücke. Dann. Okay, es war viel zu viel Damage. Ich habe keine Ahnung, wie er überhaupt Damage bekommen hat mit diesem Push. Der Golem ist auch nicht so geil. Aber ich denke, er ist fein. Wir haben halt jetzt Doppel Dragon und er hat kein Poison im Cycle. Jetzt können wir noch einen Barbel spielen, dann sollten die Barbaren eigentlich alle down gehen. Ich weiß nicht, wie er schon wieder einen Poison im Cycle hat. Kein Plan. Aber das sollte trotzdem der Turm werden. Babylon ist noch nicht dran. Okay, es könnte sogar vielleicht nicht der Turm, wenn wir Pech haben. Eieiei, das ist gerade eine sehr kritische Angelegenheit. Kein Plan, wie er das verteidigt bekommen hat. Princess war komplett fail. Kein Plan, was er sich da überlegt hat. So, jetzt müssen wir irgendwie an die Brücke gehen. Das reicht auch noch nicht mit Graveyard Poison, wenn ich das richtig sehe.
Ja, 6 HP und diese 6 HP könnten am Ende das Game hier entscheiden. Außer er kriegt halt jetzt schnell genug den Poison wieder ran, aber ich glaube, das wird nichts und damit haben wir das Game gewonnen. Sehr schön! Sehr schön! Der Gegner hat sich da ein bisschen überschätzt am Ende. Das ist ein Deck, was sehr viel am Anfang der Season von so ein, zwei Leuten gewontrickt wird, weil die unbedingt Platz 1 der Welt erreichen wollen. Keine Ahnung. War ein gutes Game. Ich muss sagen, ich habe es nicht optimal gespielt. Wir haben es aber trotzdem gewonnen. Wenn wir das Basic spielen, gewinnen wir das eindeutiger. So, nächstes Game. Phunik. Okay, das reicht nicht. Oder? Nee, auf keinen Fall. Der ist 100 Pokal unter. Nee. Wir brauchen zwei Games. Also, wenn ich jetzt gewinne Platz 2 global, dann bräuchten wir noch ein weiteres. Aber das können wir auch schaffen. Das ist so ein Start. Da gefällt mir jetzt der Golem, weil er muss jetzt noch was wasten, wie jetzt hier die Bats. Der Miner ist jetzt nicht das Allerwahrste. Und wenn er jetzt gleich einen Inferno-Drain gespielt, haben wir halt die Seppis am Start. Wir kassieren jetzt Damage, aber wir werden seinen Tower holen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir seinen Tower mit diesem Push kriegen. Und er kriegt halt so einen Turm auf 1000 Damage runter. Also das ist halt nicht das Wahre. So, seinen Megaritter werden wir jetzt gleich wegziehen. Und dann sollte das sehr, sehr gut für uns aussehen. So, jetzt kommt hier der Fischer, genau, auf den Megaritter. Perfektes Timing. Die Nightwitch wird überleben. Dadurch kann er die Nightwitch nicht zappen. Und jetzt könnte er schon. Aber jetzt zappt er vorne. Das ist ein Fehler, weil jetzt die Bats noch den Turm da absolut rasieren. Und wir haben jetzt mehr Damage gemacht als er. Plus wir haben gleich die Seppis in der Defense. Das heißt, er kann absolut überhaupt nicht reingehen in die Olga hier. Er kann höchstens ein Skelett verspringen, aber das würde ihm auch nicht viel bringen. Jetzt können wir hier ein Baby Dragon bringen und ein Barber. Sehr, sehr schöne Defense. Und er muss immer noch die Seppis verteidigen. Da müsste er jetzt theoretisch Spätz gleich bringen. Deswegen bringen wir jetzt hier die Skelett Dragon. Oder er macht den, ja. Das kann er auch machen. Und ja, Elixier für Megaritter, sowas hat er nicht. Das heißt, er kann jetzt nur noch mit selbst der Bats verteidigen und das würde nicht reichen. Das heißt, wir haben seinen Tower. Sehr schön. Damit steht 1 zu 0. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht. Wir müssen jetzt einen Preuß bringen. Ist teuer, aber da die Skelette ja eh one-hit sterben und dadurch nicht wirklich Tower. Oh, das war noch 300 Damage. Aber wir haben auch viel Damage an unserem zweiten Tower schon gemacht. Ich denke, das geht, klar. Da sehe ich mich drin. Wir brauchen jetzt den Golem hinten. Den Turm kann er gerne snacken. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Wir haben halt so oder so seinen Turm mit dem nächsten Push. Deswegen ist es vollkommen okay. Er müsste jetzt theoretisch auf den King Tower gehen, aber das kann er auch nicht. Egal, was er, glaube ich, macht gerade. Er ist verloren. Er kann hier nichts machen mehr eigentlich. Also, egal, was er jetzt hier eigentlich macht, das ist vorbei. Das war's. Jetzt haben wir hier Seppis, die den Inferno Dragon distracten. Das ist halt, ja. Dann müssen wir jetzt nur den Seppi beschützen, der den Inferno Dragon distractet. Dann haben wir hier zwei Night Witches am Start. Wir haben hier 300 Baby Dragons und was weiß ich am Start. Da hat der Gegner überhaupt keine Chance. Das Deck ist, wenn was die Situation jetzt hier angeht, gerade allmächtig. Wir haben 8 Dragon auf dem Feld. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir haben gerade 8 Dragon auf dem Feld. Ich glaube, das kommt ins Intro beim neuen Video. 8 Dragon auf dem Feld. Das Deck ist crazy strong. Das ist strong. Das ist strong. Und damit sind wir auf Platz 2 der Welt und uns fehlen jetzt tatsächlich, ich weiß, ich mache gerade immer einen Screenshot, aber das liegt daran, dass es halt auch sein kann, dass ich irgendwann wieder runter droppe und so weiter und wir halt das YouTube-Video planen. Uns fehlt jetzt ein Platz, weil Platz 1 nicht reset, Platz 2 nicht reset, Platz 3 nicht resettet, Platz 4 nicht reset, Platz 5 nicht resettet, Platz 6 nicht reset, Platz 7 nicht reset, Platz 8 nicht resettet. Und das ist der erste, der resettet wurde und der sich jetzt hochgekämpft hat. Und er ist Platz 1 der Welt und der hat 6255, also fehlen uns noch 6 Pokale, um ihn zu überholen. Also ein Game sollte ausreichen, das heißt, auf geht's in das entscheidende Match jetzt hier. Und das wäre doch ein wunderschöner Abschluss, wenn wir es jetzt hier auch noch mit dem Deck schaffen, auf Platz 1 der Welt. Das wäre doch genial. Dann hatte ich einen Freund aus der Schweiz zu Besuch, Jan. Der war da, seine Familie kommt auch nochmal komplett am Sonntag, glaube ich. Mit denen sind wir früher immer nach Dänemark gefahren, also meine Familie, mit seiner Familie, wir sind immer als Kinder zusammen nach Dänemark gefahren, war absolut legendär. Und der war hier heute da, der ist jetzt auch gerade am Studieren, der macht tatsächlich den Pilotenschein. Und das ist natürlich jetzt auch schwierig alles mit Corona und so weiter. Und der war hier am Stissel. Dann waren wir noch essen mit meinem Bruder und meinem Kollegen, dann war ich Rasenmähen um 15 Uhr oder so, kurz bevor es geregnet hat in Buxtehude. Ich hab den Poison einfach gefettfingert, Alter. Das wird mir noch schwer zu Kosten kommen in diesem Game, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh Mann, Alter, jetzt muss ich den Eismager noch verteidigen. Ich hätte jetzt einfach durchlaufen lassen können, jetzt muss ich es verteidigen. Und das ist so dumm, weil es wäre jetzt so flawless gewesen.
Jetzt muss ich auf den Iceman noch einen Buffer sein. Und dieses Buffer könnte mir so viel. Ich hätte das Game, glaube ich, jetzt gewonnen, hätte ich den Poison gerade nicht verworfen. Shit, Mann, das ist nicht so geil. Das Buffer brauche ich auch eigentlich gegen die Hawks. Aber wir haben gleich 8 Dragons. 8 Dragons wahrscheinlich. 3 Dragons. Das ist auch geil, Alter. Royal Hawks einfach mit Dragons. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Das war's ja überhaupt gar nicht. Oh, die Skelette haben mir doch gefällt. Eieieiei. Ja, dann habe ich Rasen gemäht. Dann habe ich mit Big Spin ein Video aufgenommen, was heute online ging. Das haben wir tatsächlich direkt heute davor aufgenommen. Dann habe ich bei Dave im Stream noch 2 Runden Valorant mitgedaddelt. Dann habe ich mein Video geschnitten, das Video hochgeladen. Dann habe ich mit meinem Dad gegessen, war kurz auf Twitch unterwegs und dann kam der Stream. Das war eigentlich so heute mein Tag. Und wie war euer Tag so? Oh, ich habe Zappies, das weißt du noch nicht. Ja, scheinbar nicht. Oh. So, wisst ihr, was jetzt kommt? Der doppelte Stein der Weisen. Und wenn der doppelte Stein der Weisen kommt in einem Game, dann wisst ihr eigentlich schon, das Game ist gewonnen. Und dieses Game ist auch gewonnen. Und das ist Platz 1 der fucking Welt. Let's go, Leute. Let's fucking go. Ja, also, Bro, das war's halt komplett so. Achso, nochmal, da muss ich ja nochmal aufpassen. Da muss ich ja jetzt sogar nochmal aufpassen. Der will hier den ganz klugen Trick am Tinker machen. Aber so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. So nicht mit dem Flopsen hier. Das ist nicht the way to go. Ich würde sagen, wir können uns hier somit endlich mal wieder auf Platz 1 der Welt sehen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Platz 1 der Welt war. Ich meine, es ist erster Tag des Season, ist jetzt nicht so super besonderes, klar. Selbstverständlich. Aber trotzdem, Platz 1 der Welt, da kann man sich immer drinne sehen. Leider sieht man halt nicht, dass ich jetzt Platz 1 bin. Wenn ich das so mache, so muss ich dann natürlich immer nochmal erklären. Mache ich jetzt gleich auch nochmal. Aber let's fucking go, Alter. Wir sind auf Platz fucking 1 der Welt. Geil. Und zwar für die Leute von YouTube, falls ihr euch wundert, yo, warum rastet Flummy gerade so 1 aus und denkt, yo, er ist Platz 1 der Welt? Der ist doch nur Platz 9. Die Leute über mir haben alle, wurden alle noch nicht resettet. Das heißt, der Typ hier zum Beispiel gerade auf 5000 Pokal, 5400, der Typ auf 5300. Das sind Leute, die noch nicht in den Account reingegangen sind und Supercell es nicht hinbekommt, diese Leute zu resetten, weil die noch nicht im Account drin sind. Und alle Leute über mir sind noch nicht resettet worden. Das heißt, wenn die resettet werden, bin ich quasi auf Platz 1 der Welt. Das kurz als Erklärung. Und ja, ich würde sagen, das war super erfolgreich. Ich muss sagen, dieses Deck überzeugt mich krass. Fischer, geil. Zappies, geil. Ich bin gespannt, wie krass diese Karten noch harmonieren werden. Wir werden in dieser Season noch unglaublich viele geile Decks mit diesen beiden Karten testen und spielen. Aber diese Karten sind schon mal, also diese Kombi ist schon mal sehr, sehr strong. Und es gefällt mir auch sehr gut, dass wir das mit Dragons in Golem auch noch kombinieren können. Das ist irgendwie geil. Finde ich einfach geil. Und Dragons sind auch immer noch sehr stark. Also merkt euch, dass Dragons sind immer noch sehr, sehr, sehr stark. Sie sind nicht mehr so super broken wie letztes Season, aber sie sind immer noch sehr, sehr stark. Und eine der Top-Meta-Karten. Und ja. Falls euch das Video gefallen hat und ihr weiter solche Pushes sehen wollt von mir, dann schaut gerne natürlich auch auf Twitch vorbei und lasst gerne noch ein Like da, damit weitere solche YouTube-Videos kommen. Wenn ihr sonst noch Vorschläge habt, was ihr sonst so sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und bis bald.